Freut mich, dass du bei einem weiteren Guide rund um die Collectibles in God of War Ragnarök mit am Start bist. In diesem Video behandeln wir den Bereich Ufer der Neuen in Midgard. Und als erstes wollen wir erstmal abchecken, was gibt es in diesem Bereich alles, was können wir da vielleicht schon sehen. Wir schauen uns dafür nochmal auf der Karte an, wo wir uns genau befinden und können erkennen, dass wir in diesem Bereich etwas Unentdecktes haben, aber auch ein Artefakt und ein Leitbild. Als erstes wollen wir uns auf die Suche nach dem Artefakt begeben und dafür müssen wir hier an diesem Gebäude erstmal uns nach oben bewegen. Über die Chaosklingen können wir hier uns nach oben ziehen und dann auch noch nach drüben schwingen. Und hier in der Ecke, da zeigt es uns auch schon anhand der violetten Färbung, dass es dort was Besonderes gibt. Und das ist ein weiteres Artefakt, das wir mitgenommen haben. Wir öffnen jetzt hier nochmal die rote Truhe, damit wir nicht nochmal hierhin zurück müssen. Und schauen uns dann auf der Karte an, was der aktuelle Stand ist. Als nächstes wollen wir uns dieses Leitbild holen. Und wenn du im letzten Guide dabei warst, in der letzten Folge, da haben wir ja den See der Neuen behandelt. Und da haben wir auch bereits schon drei Leitbilder bekommen. Und das vierte Leitbild, das komplettiert quasi das Set. Also wir kriegen dann ja im Prinzip den letzten Part davon. Und dadurch haben wir dann auch eine Sidequest nochmal abgeschlossen. Das ist auch nochmal ganz nice. Da drüben hast du schon gesehen, da gibt es einen Yggdrasil-Riss. Das ist auch wieder ein Teil von den Sammelobjekten hier im Bereich Ufer der Neuen. Von daher, wir werden jetzt hier gleich in dem Gebiet komplett bleiben. Brauchen jetzt nicht mehr die Schlittenhunde. Bewegen uns jetzt hier Richtung Arm von Tyr, ist das, glaube ich. Und dort müssen wir hindurchkriechen. Dann warten jetzt gleich so ein paar Gegner auf uns. Die werden wir versuchen, einfach so schnell wie möglich platt zu machen. Und du wirst wahrscheinlich hier eh an der Stelle schon entsprechend ausgestattet sein. Also du wirst wahrscheinlich hier schon von deiner Stufe auch irgendwas um 6, 7 sein, was deine Rüstung betrifft, was deine Waffen betreffen und so weiter. Die Chaosklingen sind bei mir jetzt hier, glaube ich, Stufe 6 und die Axt ist bei mir, glaube ich, sogar schon Stufe 7 oder so. Und ja, das sollte aber für dich auf jeden Fall auch überhaupt kein Problem sein, hier die Gegner da so zu killen. Du kennst die ja auch bereits. Jetzt hier in dem Moment musst du halt erst nur dafür sorgen, dass der Frostschutz bei denen ja behoben wird, sodass du die wirklich auch gut treffen kannst und denen ordentlich Schaden verursachst. Dann gibt es hier noch einen nicen Finisher. Und dann haben wir in dem Gebiet, in dem wir jetzt gleich das Leitbild finden werden, auch alle Gegner besiegt. Wir lassen uns hier nochmal ein bisschen stärken. Und dann gibt es hier hinten diese Ranken. Die beseitigen wir mit den Chaosklingen und anschließend haben wir da hinten die Möglichkeit, diese Rune zu lesen und dadurch erhalten wir auch diesen, ja, dieses Leitbild. Also du siehst jetzt hier, die Sidequest darum ist jetzt abgeschlossen und hier rechts daneben liegt jetzt auch noch ein weiterer Rüstungsteil und dadurch hast du auch nochmal so ein komplettes Set an Rüstung dann erhalten, was auch nochmal ganz nice ist und ja, falls du vielleicht noch keine gescheite Rüstung hast oder noch kein komplettes Set oder dann hast du auf jeden Fall jetzt die Möglichkeit mit Hüftschutz des Leitbilds, hier sehen wir es nochmal, da auch wirklich, ja, dich ganz gut auszustatten, zumindest mal für den Anfang. Als nächstes bewegen wir uns jetzt hier zum Yggdrasil-Riss und den können wir sogar markieren und du hast vielleicht schon gesehen, auch da gibt es in der Nähe direkt schon den zweiten Riss. Von daher musst du jetzt einfach nur schauen, dass du hier dir den Weg bahnst, dass du da durchkommst. Und an und für sich so wahnsinnig Spektakuläres wartet jetzt hier gar nicht mehr. Wie gesagt, du musst einfach nur jetzt dem Weg soweit folgen. Und dann wirst du auch diese beiden Punkte noch erreichen. Und wenn du dem Guide soweit gefolgt bist, dann müssten wir jetzt bei, glaube ich, Abschluss roundabout 96% sein, was Midgard betrifft. Und das wiederum heißt, dass wir die nächsten Folgen für Midgard es später behandeln werden, weil wir da zum Beispiel das Königsgrab abschließen müssen. Das können wir erst besuchen oder das kannst du schon vorher besuchen, aber du triffst dort tatsächlich den Berserkerkönig nur dann an, wenn du alle 12 anderen Berserker im Vorfeld gekillt hast. Also sprich, wenn du die ganzen anderen Welten besucht hast. Vorher taucht er da gar nicht auf, dann bist du nämlich noch nicht worthy. Von daher musst du halt einfach schauen, dass du wirklich alle anderen Berserker erstmal noch gekillt hast. Und ja, zu einem späteren Zeitpunkt musst du dann einfach wieder an das Königsgrab zurückkehren.
Und jetzt haben wir hier die Dudes alle platt gemacht, greifen nochmal in den Yggdrasil-Riss und dann haben wir hier auch den ersten von zweien erledigt. Haben jetzt nochmal Weltenstaub bekommen und dann siehst du dort unten, da ist das nächste Symbol und da müssen wir uns jetzt einfach nur noch hinbegeben. Dafür musst du hier in die Richtung von dem Aufzug, da sind dann auch wieder so Ranken an dem Hebel, an dem Schalter und die musst du beseitigen. Dann kannst du da unten nochmal reinspringen, da liegt noch ein bisschen Hacksilber. Und ruf jetzt hier einfach nur den Aufzug in dem Moment. Beschleunige das jetzt hier auch nochmal vom Video. Ja, und wenn wir dann oben angekommen sind, dann müssen wir uns nur noch nach rechts drehen. Und dann schaust du sozusagen auch hier schon direkt neben dem Portal, neben dem mystischen Tür, auf den Yggdrasil-Riss, greifst rein. Hier kommen jetzt zum Glück keine Gegner und du hast direkt deine Belohnung und hast alle Punkte abgearbeitet. Wenn dir das Ganze gefallen hat, würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Video wieder mit am Start bist und dafür folge einfach hier nur dem Video, das ich dir einblende. In diesem Sinne, hab vielen Dank, hau rein und mach's gut.